Ja, wir sind hier bei Autohaus Busse. Hier darf ich meine Sachen anliefern lassen, wenn ich hier im Norden bin von Deutschland. Das ist der Wohnmobilprofi rund um Schwerin. Ihr seht es ja hier, die Wohnmobile. Finde ich immer ganz praktisch, weil wir ja keinen Wohnsitz mehr in Deutschland haben. Ja, und was wurde uns jetzt angeliefert? Es kam was von Bluetti. Ich würde sagen, wir machen einfach mal auf. Und luschen da mal rein. Boah. Hat aber ordentlich Gewicht. Ich kann mir schon denken, was da drin ist. Aber das ist richtig schwer. Sieht aus wie ein Fernseher von hier oben. Schaut mal. Ah, da steht schon was drauf. 350 Watt. Dreimal geschützt. Da haben wir hier vorne eine Tasche mit Kabel, langen Kabel, Verschlüsse hier, das finde ich immer gut. Wow, das ist ein Riesenteil. 350 Watt. Klappt mal wieder zusammen. Klappen wir richtig zusammen, weil hier die sind die Griffe und hier sind die Verschlüsse. Was haben wir hier noch Schönes drinne? Was ist so saugend? So, hier haben wir ganz viel Zubehör. Einmal, um die Powerstation zu laden, eigentlich immer, um sie zu laden, aber mit 230 Volt, mit 12 Volt aus der Kfz-Steckdose und mit Solar. Das sind alles solche Stecker. Und hier gibt es ein extra Netzteil. Mit eingebauten Lüfter. Mit zwei Lüfter anscheinend. Okay, stellen wir mal beiseite. Ja, vom Prinzip her haben wir sie so schon mal gesehen. Also hier wird sie ein- und ausgeschaltet. Ja, das Display scheint noch dasselbe zu sein. Also 12 Volt Kfz-Steckdose für Kühlboxen. Dann haben wir 12 Volt Anschlüsse mit 3 Ampere jeweils. Und hier habt ihr noch einen DC-Ausgang, 12 Volt, 25 Ampere. Der ist sehr schön, da kann man ganz, ganz viel mitmachen. Dann haben wir 60 Watt PD für Laptops oder Tablets, USB-A 3 Ampere und nochmal USB-A 3 Ampere. Dann haben wir hier zwei 230 Volt Steckdosen. Also insgesamt mit 2000 Watt. Belastbar 4000 Watt Peak an der Seite. Dann haben wir den Anschluss fürs Netzteil, für die 230 Volt. Und dann haben wir hier die anderen Inputs, Solar oder dieser Car Charging Adapter. Auf der anderen Seite ist der Lüfter zu sehen. Ja, und hier oben könnt ihr noch zwei Handys laden. Ja, jetzt werden wir den Standort wechseln und dann werden wir das Gerät in Aktion zeigen. So, jetzt sehen wir, aktuell haben wir 330 Watt circa bei, oh, jetzt ist es weg, bei 40 Volt und 8,8 Ampere. Ja. Und ja, das ist hier ziemlich bewölkt da oben noch. Kannst du ja mal hochhalten.
vielleicht erkennt man das, die Sonne ist nicht optimal, aber dafür ist es doch eine recht gute Ausbeute. Ja, wir sind jetzt in einer Gartenkleinanlage, in einem Garten. Haben das hier so ein bisschen aufgebaut. Das hatten wir gestern hier schon aufgebaut. Dann ging die Sonne weg. Dann haben wir gedacht, naja, dann können wir ja noch ein bisschen erzählen und dann warten wir auf die Sonne und dann hat es geschüttet. Also nichts mit zeigen. So, und heute schwankt die Sonne, aber ich hoffe mal, dass wir zwischendurch noch ein bisschen Sonne bekommen. Wir haben sie angeschlossen am Solar. Das geht über das Kabel hier hinten. Das wird hier eingesteckt. Dann habt ihr hier so ein kleines Adapterkabel, das liegt damit bei. Und dann an den normalen Solarsteckern. So, das funktioniert auch soweit gut. Wir haben 300 Watt haben wir gehabt die ganze Zeit. Das ist überhaupt kein Problem mit dem Solarmodul. Ja, jetzt schwankt er ganz stark. Jetzt haben wir 300 Watt. Ich glaube, das kann man auf dem Dings nicht so gut erkennen auf der Kamera. 300 Watt bei 37 Volt, 4,5 Ampere, so waren das. Jetzt geht er wieder runter, ganz stark. Natürlich bei dem Wetter ganz schwierig. Vielleicht können wir das später nachher nochmal machen. Ja, für ein 350 Watt Modul ist das schon eine recht, recht gute Ausbeute. Ja, jetzt habe ich mal einen Wasserkocher aufgebaut. Der soll 2200 Watt soll der haben, aber ich weiß, der nimmt nur 2000 Watt. Dann müssen wir hier, jetzt gehen wir mal hier zurück im Display. Da gibt es einmal DC an und AC an und das machen wir mal an. Jetzt ist der Wechselrichter an. So, und ich schalte mal den Wasserkocher ein. Ich höre gleich ein Lüftergeräusch. Und er sagt hier 1932 Watt. Können wir mal hier rauf gehen. 230 Volt, 8,4 Ampere, 1932 Watt bei 50 Hertz. Gibt es ja immer so eine extra Taste, wo man dann drauf drücken kann, wo man das schön hat. Aber nur ist es sehr hell. So, was ich euch noch sagen wollte, ich hatte erst die PV-Anlage hier angeschlossen. Dann gab es gleich eine Fehlermeldung. Und dann gucke ich in die Fehlermeldung nach. Das kann man nämlich alles sehr schön sehen. Zu viel Volt. Und dann stand da aber K-Adapter. So habe ich im Menü reingeguckt. Da kann man Einstellungen machen, entweder K-Adapter oder PV. Für einen K-Adapter war das zu viel Volt. Dann hat er sofort abgeschaltet. Habe ich auf PV umgeschaltet. Und dann hat es funktioniert. Also wenn einer so ein Gerät hat und so erstmal irritiert ist, einfach umschalten auf Solar. Wenn ihr das nachher über den 12 Kfz-Stecker laden wollt, dann müsst ihr das wieder zurückstellen, weil dieser Stecker ist nicht dafür ausgelegt, um zu viel Watt zu ziehen, zu viel Power. Der wird dann irgendwann verschmoren und dann müsst ihr den einfach wieder zurücksetzen. Ja, das Wasser, das kocht gleich. Also Lüftergeräusch hält sich im Grenzen, dann nimmt er die vollen 2000 Watt jetzt gerade ab und das Wasser, das kocht gleich. So, wir schalten das mal ab, weil wir wissen, dass das Wasser heiß kriegt. Das funktioniert sehr gut. Ja, das Ladegerät ist leider ein externes. Ich habe damit jetzt das Gerät eine ganze Weile geladen und habe festgestellt, Geräusche macht er nur hier, nicht im Gerät. Da ist eigentlich gar nichts zu hören gewesen, nur hier. Und vom Geräuschpegel ist es jetzt vergleichbar mit dem, was das Gerät abgegeben hat, wenn der Wechselrichter eingeschaltet war. Steckt ihr hier ein an der Seite. Dafür ist dieser Stecker. Und dann könnt ihr das ins Netz einstecken. Also ihr könnt ja das Gerät mit 700 Watt Solar laden und 500 Watt Wechselspannung. Und insgesamt, wenn ihr beides anhabt, könnte es 2 bis 2,5 Stunden geladen sein, vollständig das Gerät. Ja, ihr könnt damit eigentlich fast jedes Gerät betreiben. Das ist das Schöne. Ich habe mal ja so ein paar Beispiele. Ein Elektrogrill, 1650 Watt, würde da eine Stunde lang laufen. Ein Kühlschrank, 800 Watt, würde 2,1 Stunden hier mitlaufen mit dem Gerät. Ja, ein Licht von 10 Watt als Beispiel mal 170 Stunden. Ja, und das Schöne ist, ihr könnt das Gerät hier sozusagen im Garten nutzen, könnt das Solar aufstellen und seid damit autark, könnt damit ein
Kühlschrank betreiben. Sagen wir mal, solange die Sonne scheint, funktioniert das sehr gut. Ansonsten könnt ihr das Ding ja, das Gerät ständig laden und ab und zu mal einen Wasserkocher oder ein Ceranfeld. Ihr könnt auch mal einen Föhn anschließen, also bis 2000 Watt. Überhaupt kein Problem. Es ist eigentlich fast jedes Küchengerät, was ihr anschließen könnt. Ja, oder ihr nutzt das zu Hause auch. Also ihr habt es normal im Wohnmobil stehen und kommt jetzt nach Hause und da könnt ihr das sozusagen auch als Notstromversorgung nutzen, wenn mal kurzzeitig Strom ausfällt. Bei uns ist es ab und zu mal passiert. Da waren wir ganz froh, dass wir so ein Gerät da haben und dann konnten wir kurzfristig den Kühlschrank drüber laufen lassen. Wir haben sogar einen Fernseher auch noch drüber laufen lassen, war kein Problem. Ja, und im Endeffekt könnt ihr noch sogar ein Aggregat eigentlich anschließen hier. So ein Benzinaggregat oder das, was mit Gas läuft. Und dann, wenn ihr längerfristig das Gerät braucht, dann könnt ihr das sozusagen immer puffern. Dann lasst ihr das Aggregat so lange laufen, bis der jetzt voll ist. Und dann könnt ihr abschalten, dann habt ihr auch keinen Lärm. Also für den Notfall ist das jetzt auch noch eine Alternative. Ich denke mal, jetzt haben wir hierzu alles gesagt. Das Gerät ist schön kompakt. Es wiegt natürlich ein bisschen was, aber man kann es noch ganz gut tragen, um es jetzt vom Wohnmobil in den Haushalt zu stellen und dort mit einzubinden. Ja, liebe Campingfreunde, wie findet ihr das Gerät? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, weil ich finde das Gerät ganz praktisch, weil es noch relativ flexibel ist und für diese Akkupower mit dem 300 Watt Modul, da ist man mit einem Camper auf jeden Fall autark. Hier auf dem Gartengrundstück ist man teilweise autark. Es hängt immer ein bisschen davon ab, was für Verbraucher man anschließt. Ganz, ganz wichtig, wenn man nur Fernsehen guckt und stellt das Panel auf, überhaupt kein Problem. Wenn ein Kühlschrank jetzt ständig läuft, das kann man sich ja ausrechnen, wie viel Solarpower man bekommt. Oder ihr nehmt das zum Wochenende geladen mit aufs Grundstück, dann könnt ihr auch schon eine ganze Weile Geräte mit betreiben. Wenn das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch und wenn ihr noch weitere Videos hier auf dem Kanal anschauen wollt, bitte Abo-Button da unten nicht vergessen, Glocke aktivieren, dann seid ihr immer informiert, wenn ein neues Video reinkommt. Also bis bald, ciao!